Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute zeige ich dir, wie man bei Magenta TV seine Sender sortieren kann. Außerdem erfährst du, wie man Favoriten hinzufügen, einzelne Sender ausblenden und die Favoritenliste abrufen kann. Das Ganze funktioniert für den Magenta TV Stick, den Magenta TV One und für die meisten anderen Magenta TV Apps und Geräte. Los geht's! Um jetzt also die Senderliste zu sortieren, öffnen wir als erstes Magenta TV an unserem Fernseher. Ist die App geöffnet, ist es egal, wo ihr euch befindet, geht einfach nach ganz oben und wählt dort das Zahnradsymbol aus. Im nächsten Fenster wählen wir dann den ersten Punkt mit Magenta TV Einstellungen aus. In den Einstellungen wählen wir dann den zweiten Punkt mit Aufnahmen und Sender aus. Im nächsten Menü sehen wir dann auch schon den dritten Punkt mit Senderlisten. Haben wir den Punkt ausgewählt, sehen wir auch schon eine Übersicht all unserer Sender inklusive der Position. Wählt jetzt also irgendeinen Sender aus, den ihr gerne verschieben und neu sortieren möchtet. Drückt bei dem Sender auf OK und schon sehen wir über der Zahl zwei Pfeile. Jetzt können wir den Sender weiter nach vorne oder weiter nach hinten sortieren. Das machen wir über die Pfeiltasten an der Fernbedienung. Habt ihr den Sender verschoben, drückt einfach wieder auf OK, um den Sender dort zu platzieren. Ich habe jetzt den D-Max-Sender von der Position 9 auf die Position 5 verschoben. Andersrum kann ich den Sender natürlich auch so nach hinten schieben. Ihr könnt jetzt also alle Sender so sortieren, wie ihr möchtet. Wenn wir jetzt noch einen Sender zu unserer Favoritenliste hinzufügen möchten, dann wählen wir uns wieder einen Sender aus und können dann rechts über das Herzsymbol den Sender hinzufügen. Und damit wurde der Sender zu unseren Favoriten hinzugefügt und mit einem Herz markiert. Möchten wir alternativ einen Sender aus der Liste komplett ausblenden, weil wir diesen sowieso nicht anschauen, dann gehen wir ganz rechts auf das Auge-Symbol. Haben wir das Auge angeklickt, wird der Sender jetzt dauerhaft ausgeblendet. Wenn wir jetzt noch einen Blick in unsere Favoritenliste werfen möchten, dann drücken wir oben rechts auf den Punkt Optionen. Hier wählen wir dann den Punkt Meine Favoriten aus. Und schon sehen wir eine Liste mit all unseren Favoriten. Fehlt ein Sender oder wir möchten die ausgeblendeten Sender anzeigen lassen, dann drücken wir wieder oben rechts auf Optionen und wählen dann den Punkt Ausgeblendete Sender aus. Hier sehen wir jetzt eine Liste mit allen ausgeblendeten Sendern. Wenn wir diese wieder einblenden möchten, drücken wir wieder auf das Auge-Symbol und schon wird der Sender wieder angezeigt. Sind wir fertig mit Sortieren, drücken wir die Home-Taste und speichern unsere Änderungen an der Senderliste. Zum Abschluss zeige ich euch noch, wo ihr bei Magenta TV eure Favoritenliste finden könnt. Öffnet einfach irgendein TV-Programm, drückt dann auf OK und wählt dann den dritten Punkt mit Optionen aus. In den Optionen wählen wir dann den Punkt Senderlisten aus. Hier können wir jetzt unsere Favoritenliste abrufen. Und das soll's auch schon gewesen sein. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du jetzt deine Magenta TV Sender sortieren kannst, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder eine kleine Super Thanks Spende unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine TestVenture Crew.